Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in Fortnite. Wir sind im Kreativmodus und ich habe eine nette Map gebaut und wir spielen da jetzt Suchen und Verstecken. Oder wir fangen am besten gleich mittendrin an und das ist nämlich in Nuketown, Freunde. Und als allererstes, aha, da haben wir schon den ersten. Einnahme 1000. Den haben wir schon mal gefunden. So, der spawnt halt ganz normal wieder und der rennt jetzt halt nach oben auf den Spawnpunkt. Wir haben da oben auf dem Berg haben wir so einen Spawnpunkt gesetzt. Bin ich mal gespannt. Hier oben einer irgendwo rumeiert. Ha! Das hätte ich's gewusst, der Rallemann! Oh, dem sein Gehirn klebt an den Kacheln. Auch der spawnt da jetzt wieder und läuft jetzt automatisch hoch auf den Spawnberg. So, das Häuschen hätten wir dann schon einmal durch. Hier unten noch gucken, vielleicht kocht hier einer was, aber nee. Sauber. Gut. Dann werden wir jetzt uns dieses Häuschen hier vornehmen. Das gehört auch noch zu Nuketown. Und auch in dieser Küche hat sich tatsächlich keiner versteckt. Oh, da habe ich gerade gehört, dass sich jemand bewegt hat. Ungünstig. Ja, wenn man sich da nochmal bewegt, dann könnte der Schuss nach hinten losgehen. Aber... nicht schlecht. Ich habe gerade noch so gedacht, Bruder, da könnte einer sein. So, da haben wir aus dem Mettwurst eine Salami gemacht. Tino, eine Frage. Wie lange suchst du eigentlich? Ich sage jetzt mal noch Maximum 10 Minuten. Okay, danke. Hier unter der Straße könnte eventuell noch einer sein. Aber da ist doch einer. Der Spark. Auch den haben wir jetzt gefunden. Und da will einer gerade bauen. Der Aslan. Oh, und haben wir auch noch den Diego. Super. So. Ach, da oben sitzt einer. Jawohl. Der Pascal. Auch der hat jetzt Kopfschmerzen. Aua. Mal gerade gucken, was wir hier so finden. Oh. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Doppelkill Günni und der White. Aber nicht schlecht hier unten, ne? Dadurch, dass das Gebäude so hoch gebaut wurde, so einen kleinen Abhang hier, hatte man erstmal die Möglichkeit, überhaupt da reinzukommen. Aber, ich habe euch gefunden. Ich habe euch noch nicht mal gehört. So, wie viele Leute sind es denn jetzt noch? 3, 6, 7, mit mir 7. Mit dir 7? Auf der Treppe sind auch nochmal 2 nach oben. Das heißt 9. Genau. 15 sind wir in der Lobby. Fünf Leute noch. Dann bleibt noch das da und das große Gebäude da hinten. Oder sind ein Burger essen, aber... Ah! Tja, dem ist das Essen jetzt vergangen. Der Rage. Auch der spawnt da jetzt gerade wieder. Guck mal hier. Ich würde mich für das da entscheiden. Und ein paar Würstchen würde ich noch nehmen. Yam, 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 yam. Da fällt mir auf, ich habe Hunger. So, jetzt gucken wir mal. Hier oben ist doch bestimmt auch einer. Ja, guten Tag. Der Hunter. So, das heißt, dann bleiben noch tatsächlich übrig. Jetzt habe ich 2 und noch 3 Stück. Aha. Also, hier ist definitiv keiner.
Dann haben wir noch die Ecke hier. Ich habe eine Idee. Scheiße, da sind ja die Dinger drin. Hier drüben haben wir die Kisten haben wir nicht mehr, ne? Ne. So, dann bleibt jetzt nur noch dieser Turm hier. Ich bin hier unten. Naja, mal gucken, ob hier noch einer rumgammelt. Vielleicht auch nicht. Ich lackiert werden, aber danke schön. Ich lauf mal hier hoch. Aber. Tino, du hast noch bis 27 Zeit, ne? Bis, ja. Hab ich. Was soll ich sagen? Ich werde mich wahrscheinlich erstmal so geschlagen geben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch mindestens einer sich irgendwie hier außerhalb versteckt hat. So. Dann, würde ich sagen, machen wir mal die Auflösung, weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo sie sind. Das heißt, die dürfen jetzt einmal raustreten, so dass man sie von oben sieht. Ich dreh durch. Was passiert? War du es ja. Die Szene, glaube ich. Bruder, wie zum Henker bist du bitte da hingekommen? Lol. Wo ist er? Du bist. Er ist gespawnt und dann oben drauf gelandet. Naja, er hätte ja von oben runterspringen können und hätte direkt da landen können, ja. Respekt! Auf jeden Fall mega geil gemacht, Zocker Hansi. So, dann zeig mir nochmal, wo hast du dich versteckt? Du bist zweimal an mir vorbeigelaufen. Ich war hier und stand hier drauf. Oh, ja gut, dran vorbeigelaufen ist übertrieben, aber das ist ja eine Ecke, die kann man ja von hier hinten nicht einsehen. Ich bin hier unten einmal langgelaufen so und habe halt nichts gesehen. Ich habe auch die Öffnung nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das ist natürlich absolut krank hier, das Teil. Ja, das ist genial. Ja, die beiden Verstecke hätte ich ehrlich gesagt auch normalerweise nicht gesehen. Und daran habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, ne, weil, ja, natürlich kann man sich hier hinten, also das ist natürlich genial, das Versteck ist natürlich echt genial. Als ich im Stream gesehen, gehört habe, dass hier halt keiner ist, als du das gesagt hast, war für mich halt schon die Erleichterung, weil ich wusste, dass du nicht mehr zurückkommst. Ja, für mich auch. Die beiden Dinger waren auf jeden Fall mega geil. Na gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr wüsstet, was das für ein Aufwand war, überhaupt das Video aufzunehmen, glaubt's mir. Die Map zu bauen hier, also Nuketown alleine, haben wir mit 3-4 Leuten mindestens 30 Stunden dran gesessen, um das wirklich so nachzubauen, also dass wir die Sachen auch wirklich so finden, dass dies farblich einigermaßen passt. Oder auch von der Größe her und so weiter. Einfach nur krank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Übrigens bei dem Video, Pinkbanner sagt hier, findet ihr tatsächlich, oder da zeige ich so ein bisschen die Map Nuketown.